say does the star-spangled banner yet wave? Oh, what a land of the free and the home of the brave. Trump. Trump. Nehmt Platz in eurer guten Stube. Macht es euch bequem in eurem Auto. Macht es euch gemütlich im eigenen Bett. Geniessen das Leben, lehnen zurück. Und nehmt die Reality Soap wahr, die in Amerika passiert. Sie nennt sich US-Wahlen. Zuerst aber ein schönes Dank, ein grosses Dankeschön an Lili für das. Für die absolut maßgeschneiderten Wollsocken, die ich bekommen habe. Super bequem, passend auf den Millimeter mit einer speziellen, einem speziellen Kniff im Fersenteil, wo ich noch nicht ganz durchschaut habe, wie das geht. Ich heiße Stricker, aber ich kann nicht stricken. Ich bin also ein Fraud. So, jetzt aber zuerst mal weiter zum, was heisst Fraud auf Deutsch? Ich bin ein Vortäuscher, ein Vorgaukler. Ich heiße Stricker und kann nicht liefern. So, so, dort hinten der Hamster arbeitet auf Hochtouren. Wollt ihr mal den Hamster sehen? Wollt ihr den mal sehen? Komm, ich zeige euch den mal schnell. Und da bin ich wieder ich. So, auf jeden Fall jetzt los zum Trump. Jetzt ist er ruhig. So, was ist passiert? Es waren Wahlen gewesen. Und alle Massenmedien haben gesagt, der Biden hat 10% Vorsprung, hat 6% Vorsprung. Es kann einen Kantersieg geben für den Biden, weil der Trump hat abgelost auf allen Ebenen. Und dann etwa so ein, zwei Tage vor den Wahlen haben dann plötzlich die ein oder andere gesagt, ja, theoretisch könnte Trump schon gewinnen, aber es ist sehr abwegig. Sie haben gesagt, es sind Wahlchancen von, wir haben Wahlchancen von nur 9%. New York Times hat am Morgen vor der Wahl, also am Abstimmungstag, am Wahltag, haben die gesagt, zu 70% Sicherheit werde Florida an Biden gefallen und der Trump hat quasi verloren. Und da frage ich mich jetzt, 4 Jahre nachher, sie haben gesagt, ja, wir haben letztes Jahr, vor 4 Jahren haben wir uns getauscht gehabt, aber damals ist alles anders, wir haben die Fehler mit einkalkuliert, wir haben das viel genauere Prognosen. Bullshit. Das sehen wir jetzt wieder. Unabhängig vom Ausgang der Wahl können wir sagen, die Massenmedien, vor allem die amerikanischen, aber die deutschen haben genau gleich nachgezogen, haben ein absolut falsches Bild abgeliefert. Und das ist meine Aufforderung an alle Leute, die noch glauben, dass Massenmedien so etwas machen, wie objektiv berichten. Der Scott Adams hat das schlau gesagt, du kannst herausfinden, ob du in einer Bubble steckst, wenn du dich in deinen Prognosen irren. Oder? Und wenn jemand jetzt halt nur Massenmedien gelesen hat, dann ist er völlig erschüttert, wie das kann sein, dass die Kopf an Kopf sind, dass sie fast gleich auf sind und der Trump sogar stand jetzt einen leichten Vorteil hat, auf das komme ich gerade noch zu sprechen, dass er wieder Präsident werden kann. Das wohlgemerkt, obwohl man ihm irgendwie 220'000 tote Amerikaner anlastet. Das, obwohl alle Massenmedien, außer Fox, wirklich alle, CBS, MSNBC, alle Zeitungen von der New York Times bis zur Washington Post, bis zu der Wall Street Journal, alle haben auf ihn eingedroschen. Er war wahlweise eine Marionette von Putin, er ist ein Landesverräter, dann war er ein Rassist. Jetzt im Moment ist er nur noch Antidemokrat. Oder? Jetzt ist er Antidemokrat. Ja, das ist das, was jetzt noch übrig bleibt. Er ist Antidemokrat. Und zwar darum,
weil der Trump möchte den Rechtsstaat bemühen. Darum ist er Antidemokrat. Weil er Angst hat, dann heisst es immer in jedem Satz, ohne Grund oder ohne Grund hat er Sorge, dass die Wahlen könnte die falsche Richtung kippen durch Manipulation und so weiter. Ohne Grund, ohne, das ist so im Titel geschrieben, ohne belastbaren Grund will Trump von der Supreme Court sein. Ist es früher noch so gewesen, dass die Richter können entscheiden, ob ein Grund belastbar ist oder nicht, ob ein Grund Gültigkeit hat oder nicht? Nein, Massenmedien machen die Vorverurteilung von allen Leuten. Und für das haben sie dann noch solche Psychopathen am Start, die dann ihr Berufshandwerk missbrauchen, um Ferndiagnosen zu machen. Psychologieprofessor Rainer Sachse erklärt, wie man den Persönlichkeitsstil eines Menschen dechiffrieren kann und welche Eigenschaften Donald Trump gefährlich machen. Seht ihr, zum ersten Teil hier hat man gar nicht einzuwenden. Das kann man gerne machen. Aber dass jetzt er kommt und da sagt, Donald Trump sei gefährlich aus dem und dem Grund, das halte ich, das ist Ferndiagnose und das ist eines Psychologen nicht würdig. Aber was macht man da alles so im Spiegel zu erscheinen? Spiegel, sehr ein treffender Titel für eine Zeitschrift, weil sie tun meistens genau das Gegenteil von dem abbilden, was wirklich passiert. Und darum müssen jetzt also da schon die Leute, die neuen Spiegelartikel sind schon wieder auf dem Trösttrip, aber sagen immer noch, wir können die Hoffnung nicht aufgeben, es ist immer noch gut möglich, dass der Biden gewinnt. Und wisst ihr was? Ja, der Biden kann immer noch gewinnen. Das kann er. Er kann noch gewinnen. Aber es ist so verdammt knapp. Und wir haben es eigentlich gewusst. Ich weiss, ob ich es mal in einer Sendung gesagt habe. Ich sage, kein Mensch auf der Welt hätte vor der Wahl können wissen, ob er gewählt ist oder nicht. Und jetzt wissen wir das mit Sicherheit. Es war unmöglich, so etwas zu prognostizieren. Aber all die üblichen Verdächtigen von den Massenmedien, die haben da Umfragen gemacht, Hochrechnungen gemacht und so weiter. Und da ist der Trump und die Biden immer etwa so 10% Punkte nach gewesen. Und auch in allen ganz vielen Battle States heissen Texas falle wahrscheinlich an Demokraten und so weiter. Florida ist verloren für einen. Und alle haben sich gefreut. Und jetzt schauen wir mal, wie das wirklich aussieht. Seht ihr das? Die Roten sind die Republikaner, die Blauen sind Demokraten. Und die Hellrosen, also die Hellroten und die Hellblauen, sind jeweils die, wo der Trend hingeht. Das heisst, also dort, wo es hellrosa ist oder rosa ist, hat Trump einen Vorsprung und bei den Blauen hat Biden einen Vorsprung. Und bei den Gesamtwählerstimmen sieht es so aus, dass Biden nur noch 32 Stimmen bräuchte. Wahlmännerstimmen. Der Trump aber noch 57. Jetzt ist es aber so, man sieht es da auch, grossmehrheitlich, wenn wir jetzt das zusammenrechnen, was Stand heute ist, wenn sich der Trend bestätigen würde, haben wir hier Pennsylvania, North Carolina und Georgia zusammen 35, 51 Stimmen und Alaska ist ein klarer Fall, sind 54 Stimmen. Und wenn wir jetzt die 54 Stimmen, Moment, jetzt haben wir verrechnet, 20, 35 mal 51 und die drei zurecht sind wir bei 54 Stimmen und wenn man jetzt 213 zuzählt, sind es 257 Stimmen. Gut. Und jetzt ist es so, Nevada ist extrem knapp. Das heisst, der Biden führt gerade mal mit 8'000 Stimmen, aber sind erst zwei Drittel von der Stimmen auszählt. Oder? Das heisst 588'000 zu 580'000. Und wenn der Staat kippen würde, dann würde Trump Präsident. Aber es ist nochmal ein bisschen komplizierter für den Trump zum Gewinnen, weil Michigan ist auch extrem knapp. Da sieht man jetzt, das ist sogar gekippt jetzt. Ich glaube, vor kurzem hat da noch der Trump geführt und jetzt ist der Biden 18'000 Stimmen voraus. Und der Biden mit seinen 238, wenn er jetzt also seine 26 Karetten, ist er bei 264 und mit Nevada ist er bei 270. Jetzt ist es aber so, wenn der Trump Nevada kippen kann oder doch noch in Michigan gewinnt, eins von beidem,
dann ist der Trump Präsident. Da hat es vor einer Stunde noch anders ausgesehen. Da ist der Joe Biden bei Michigan noch 13'000 hinten drin gewesen, jetzt ist er 18'000 voraus. Und ihr seht jetzt, das ist so das Heikel dieser Briefwahlstimmen. Bei den Briefwahlstimmen hat es immer geheißen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass der Trump jetzt da sich aufregt, dass es nicht fair ist und so. Aber es sind zahlreiche Berichte eingetroffen, dass gewisse Leute 4-5 Wahlzettel bekommen haben und so weiter. Und bei einem Land, wir haben ja gemerkt, die Amerikaner haben ihr Wahlsystem nicht wirklich im Griff. Also Wahlen, schon vor 20 Jahren war es eine Krüsemüsse, eine Lochkarte, man mag sich erinnern. Es gibt durchaus Grund, nicht ein grenzenloses Vertrauen zu haben, dass da alles mit richtigen Dingen zu und her geht. Und darum kann ich mal prognostizieren, selbst wenn ein Sieger wird feststehen wird, werden beide Seiten, egal wer der Verlierer ist, nicht aufgeben. Sie werden nicht aufgeben und sagen, das ist unrechtmäßig. Und dann geht es vor den Supreme Court im schlimmsten Fall. Und dort haben die Republikaner mit 6-3 Stimmen, auch dank der Neubesetzung jetzt von den letzten Jahren, die Republikaner tatsächlich eine Mehrheit. Und am Schluss könnte das dann in ein politisches Urteil münden. Also am Schluss müssen die Richter einen Richterspruch machen, wo egal, wie es ihn fällt, ob die eine oder, also sicher, wenn es ein Pro-Trump fällt, als politisch wird gelten, auch wenn sie mit gutem Argument pro Trump würden entscheiden. Also es bleibt unglaublich spannend. Im Moment ist der Trump leicht im Nachteil, weil eben es auch heisst, dass Briefwahlstimmen, die ausgezählt werden, tendenziell eher zu den Demokraten fallen. Übrigens, das ganze Schlamassel haben die Demokraten verursacht, weil sie haben plötzlich durchgesetzt, dass man mit Briefwahl abstimmen kann. Das war nicht im Willen von den Republikanern. Das haben die Demokraten durchgesetzt. Nicht aus Nächstenliebe, nicht wegen der Pandemie. Da haben sie vorgeschoben, sondern weil sie wissen, dass Briefwahlstimmen tendenziell eher zum Biden gehen. Und jetzt unabhängig davon, wer Präsident wird, kann man also sagen, die Leute, die jetzt da gemeint haben, die beiden werden klar gewinnen und dann hier heute Nacht oder heute Morgen einen Schock erlebt haben, die können sich noch ein paar Gedanken machen. Es bleibt zu befürchten, dass jetzt die beiden am Schluss doch gewinnen sollten, dass zum Schluss kommen, sie sind ja gut informiert worden, weil sie haben die beiden als Sieger vorausgesehen. Aber man sieht, es ist so dünn und die Prognosen sind so klar gewesen. Wieso berichte ich im Stricker TV über die Wahlen? Natürlich interessiert mich die amerikanische Politik grundsätzlich. Da ist ein riesiger Streit dort und es besteht die Gefahr da, dass es zu Ausschreitungen kommt. Und gewisse Leute haben gesagt, wenn das wirklich am Schluss vom Supreme Court landet und keiner von den beiden Kontrahenten nachgibt und die Niederlage noch einräumen, dass wir da näher an einem Bürgerkrieg sind, weil die Fronten sind brutal erhärtet. Und das ist aber der Sinn liegt darin, dass wir eben alle in Bubbles leben. Oder? Und wenn die Leute einfach meinen, die Amerikaner sind einfach nur dumm, dass der Trump wählt und nach 4 Jahren vielleicht wieder wählt, die haben etwas nicht verstanden. Die Amerikaner sind nicht durchgehend ein hochintellektuelles Volk, aber es gibt doch Gründe für so etwas. Wenn jemand trotz einer Pandemie mit dem wahrscheinlich grössten Einbruch von allen Zeiten wirtschaftlich, wenn nicht, dann zumindest seit der grossen Depression oder seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn einer trotzdem, dass man ihm eben über 200'000 tote Leute anhalsen kann und praktisch alle Mainstream-Medien gegen ihn schiessen und er trotzdem unheuerlich knapp vor der Wiederwahl steht. Also man stellt sich vor, der Trump hätte die Medien hinter sich wie ein Biden und man stellt sich vor, die Pandemie hätte es nicht gegeben, das wäre ein Erdrutschsieg geworden. Das würde wahrscheinlich niemand anders behaupten. Und darum muss ich sagen, weil die Massenmedien derart das Bild verfälschen von dem, was der Trump in den letzten 4 Jahren gemacht hat. Eben, er hat sich nichts bewahrheitet, er ist kein Rassist. Er ist, übrigens, wenn er über Frauen herzogen hat, hat er nicht über Frauen als Ganzes herzogen, sondern immer über Frauen, die zuerst über ihn, die zuerst ihn angegriffen haben. Er hat also immer Leute angegriffen aus der Prominenz raus und so weiter. Dass er moralisch eine einwandfreie Person ist, jetzt sagen wir mal, das wissen wir alle. Aber von Joe Biden, der Kinderstreichler, da wissen wir ja auch, dass nicht alles in Ordnung ist. Also wenn man die moralische Komponente mal draussen lässt und einfach anschaut, was der Trump gemacht hat, das mag vielen nicht gefallen haben. Aber es ist da, was seine Wähler von ihm wollen. Und darum haben sie ihn zum allergrößten Teil wiedergewählt.
Und man kann jetzt schon sagen, der Präsident, der jetzt gewählt wird, wird wahrscheinlich mit den meisten Wählerstimmen gewählt, wo jemals ein Präsident bekommen hat, weil nämlich die Wahlen extrem zugenommen haben. Ich glaube, wir sind bei 160 Millionen Amerikaner, die gewählt haben, gegenüber etwa 135 bei der letzten Wahl, wo ja auch schon ein Rekord war, weil der Trump eben einfach eine sehr kontroverse Figur ist, mit extrem vielen Anhängern und extrem vielen Gegnern. Aber der Gedanke, dass der Trump jetzt da wirklich unglaublich gut abschneidet, trotz diesen extrem miesen Voraussetzungen, medial und pandemial, das spricht eben doch für sich. Und man ist dumm beraten, wenn man einfach meint, die Leute, die ihn da gewählt haben, die sind einfach dumm. Wie man mal sieht, natürlich gibt es Länder, gibt es Staaten, jetzt wie Kalifornien, Bundesstaat Kalifornien, dort haben zwei Drittel Joe Biden gewählt. In der Stadt hat er ebenfalls eine grosse Mehrheit. Aber man darf nicht vergessen, er hat auch in New York zum Beispiel hat er 43% der Stimmen bekommen. Man kann also nicht einfach sagen, da die Rednecks, die Bauern, die Primitivlinge da in der Mitte, die keine Ahnung haben, die wählen den Trump und die anderen nicht. In der Tendenz ist es natürlich so, dass die in der schlechter ausgebildeten Schicht ihn wählen. Aber die wählen ihn nicht, weil sie dumm sind, sondern die wählen ihn darum, weil halt der Trump gerade für die Staaten eben viel gemacht hat. Also der Kampf aufgenommen gegen China, dass er halt gewisse Sachen liberalisiert hat, die vorne verboten waren. Wie gesagt, da kann man verschiedener Meinung sein. Aber das sind einfach Leute mit anderen Interessen und jeder wählt halt das, was für seine eigenen Interessen am besten ist. Für uns ist es extrem wichtig, nach meiner Meinung, jetzt wieder als Stricker-TV-Aktivist, Journalist, dass der Trump wird gewinnen wird. Weil der Trump hat gesagt, mit ihm gibt es keinen Lockdown mehr. Und ich gehe davon aus, dass er wird Wort halten wird. Während Biden ja gesagt hat, er würde wieder einen Lockdown machen, jedes Menschenleben zählt und pliplaplo. Und darum ist dort das Schlimmste zu befürchten. Und was Amerika macht, strahlt natürlich auf die restliche Welt aus. Insbesondere auch auf Europa. Und wenn Joe Biden jetzt da durchdrüllt mit seiner Mäschli-Mode, dann steht das ganz schlecht aus für den Rest von Europa. Wenn der Trump Grenzen öffnet und man sieht, dass Zombie-Apokalypse einfach auch dann noch nicht passiert, dann könnte es für Europa ein Signal sein. Ich habe immer gesagt, wenn 10, 20 Länder kippen oder die Vereinigten Staaten, dann wird das schon ausreichen, um die Pandemie zu beenden. Ja, also es ist wirklich unglaublich knapp. Ihr seht da eben nochmal Wisconsin, das sind 21'000 Stimmen Vorsprung. Und wenn da der Trump wieder aufholen, dann würde er eigentlich Präsident, weil dass er da gewinnt, ist stark anzunehmen, hat er 80'000 Stimmen Vorsprung in North Carolina und sind schon 94% der Stimmen drin. In Georgia ist es auch deutlich an 94% der Stimmen drin und über 100'000 Stimmen Vorsprung. Und Pennsylvania ist glasklar, da hat man eben gemeint, dort würde sich alles entscheiden. Das sieht aber nicht so aus, weil das wird der Trump wahrscheinlich für sich machen, weil er über 500'000 Stimmen mehr hat. Sind zwar erst gerade zwei Drittel auszählt, wie auch in Nevada erst zwei Drittel auszählt sind, aber eben, dass der Vorsprung scheint einfach überdeutlich zu sein. Mit etwa 9 oder 10 Prozentpunkten. Da Michigan und Nevada. Wenn der Biden beides heben kann, dann ist er der neue Präsident. Und das wären 26, 32 Stimmen. Und dann wäre er um einen einzigen Sitz wäre Präsident geworden. Wenn er einen weniger hätte, 269, dann wäre es eine Pattsituation. Und dann gibt es spezielle Regeln, die dann zum Tragen kommen. Aber unfassbar, oder? Das heisst also, es sieht im Moment eher schlecht aus für den Trump, weil eben Briefwahlstimmen, die reinkommen, tendenziell wahrscheinlich demokratisch sind und der Donald Trump im Move aufholen. Allerdings, und das macht es jetzt eben noch besonders interessant, hätte Biden angeblich, ist er bei Nevada dabei zum Aufholen. Und wie gesagt, ihm lange Nevada oder Michigan oder Wisconsin. Aber ich denke, wohl, Wisconsin ist auch so knapp. Seht ihr das? Das ist ja schon unglaublich. Wisconsin, wenn wir 1,6 Millionen haben, das ist 1% Unterschied. 1,6 Millionen, 1% ist 16'000 und der Vorsprung da ist 21, also etwas Prozent. Oder? Also unglaublich. Unglaublich knapp. 21'000 Stimmen für 1,6 Millionen, aber es sind schon 95'000 ausgezählt.
Da bin ich relativ sicher, dass der Biden das wird holen. Aber Michigan, da sind die ersten, das sind auch 94 aussehen, aber der Rückstand ist nur noch 18'000. Wow, ist das ein Krimi? Das amerikanische Wahlsystem müsste immer überholt werden. Wisst ihr, was theoretisch möglich ist? Theoretisch ist möglich, dass die Wahlmänner gewählt sind. Der Joe Biden hat 270 Wahlstimmen, 270 Stimmen und dann dort ein einziger von seinen Wahlmännern anders abstimmen und dann ist es eine Pattsituation. Weil die Wahlmänner sind nicht gebunden daran, das abzustimmen, was die Bevölkerung entschieden hat. Mit anderen Worten, das ist aus demokratischer Sicht etwas unglaublich Schräges. Abonniert bitte unbedingt meinen zweiten Kanal, StrickerTV2 auf YouTube. Abonniert mich auf Telegram, dort habe ich 7'000 Leute mittlerweile überschritten. Und ganz wichtig, und das ist wirklich eigentlich das Wichtigste, geht doch bitte auf StrickerTV und dann da meinen Newsletter abonnieren. Weil nur wenn der Newsletter abonniert ist, ich habe bis jetzt noch nie einen Newsletter verschickt, ich plane es auch nicht grossartig zu machen, ohne dass ich wirklich einen guten Grund habe. Aber nur dann, wenn ich eure E-Mail-Adresse habe, kann ich komplett unabhängig von diesen Firmen im Silicon Valley euch erreichen. Weil der Donald Trump, der wird ja zensiert und ich bin 3 Tage gesperrt worden bei Facebook, weil ich einen Tweet von Donald Trump unkommentiert publiziert habe. Und das sind Sachen, die aus rechtsstaatlicher Sicht, es hat so nicht mit dem Rechtsstaat zu, es sind private Firmen, die es machen, aber ich sage mal, aus gesellschaftlicher Sicht extrem, extrem gefährlich sind. Und schaut da, ich habe mittlerweile auch schon voll Disclosure 2147 Leute, die mir die E-Mail-Adresse hinterlegt haben. So, wenn ihr möchtet, etwas posten gehen, obwohl die Läden bald schliessen, geht ihr in meinen Strickershop. Da findet ihr ein paar nette Sachen. Wir arbeiten noch ein paar andere Sachen, die besonders schön sind. Schön werden sie. Wer möchte spenden, gewiss nicht, hat keine Kreditkarte, die könnt mir auch per Banküberweisung überweisen und dann sagen, welches Produkt das möchtet. Aber ich muss warnen, ich komme so viele Nachrichten über, es kann sein, dass ich dann da Probleme habe, eure Nachrichten zu sehen. Und dann habe ich die Spende bekommen, aber weiss nicht, dass ich euch etwas schicken müsste. Darum, dort ist ein gewisses Restrisiko, bitte bedenken das und im Zweifelsfall mit Kreditkarte lösen. Übrigens, ich habe heute einen Anruf bekommen, weil ich unbedingt ein Video schauen muss. Ich blockiere die Nummern. Ich bin freundlich, aber ich hänge das Telefon ab und blockiere die Nummern. Ich habe jetzt auch angefangen, alle Leute, die mir unkommentiert einfach Links schicken, kommen in Spam. Nicht, weil ich ein Arschloch bin, da bin ich glaube ich nicht, aber es verstopft mir einfach wirklich wie Spam die wichtigen Sachen, wo mir Leute etwas persönlich schreiben. Und wenn ihr einfach einen Einzieler reinschreibt, schau mal da am WEF sowieso. Ich weiss, ihr meint es gut mit dem Great Reset. Wenn ich heute über das Great Reset mich informieren möchte, glaube mir, ich habe mittlerweile sicher über 10'000 Links zum Thema bekommen. Wahrscheinlich oftmals die gleiche, aber ihr müsst mich nicht informieren über die neueste Entwicklung. Irgendeinem Punkt. Außer es ist hyperlokal, es betrifft die Schweiz, weil ich mache das für die Schweiz. Wenn jetzt zum Beispiel etwas Neues rauskommt, dass ein Lehrer gekündigt worden ist oder wenn irgendetwas passiert, was dramatisch ist. Aber wenn ihr ein Video mir teilt, das schon zigtausend Mal angeschaut worden ist, könnt ihr davon ausgehen, ich habe es schon gesehen. Und wenn nicht, bricht die Welt nicht zusammen, dann habe ich halt mal die Information ein bisschen spät. Aber wichtiger ist mir, dass ich die Leute erreichen kann, wo ein persönliches Anliegen oder eine wirklich persönliche Information haben. Und ich weiss, ihr leset das doch im Internet, ich empöre mich ja auch über den Scheißblick und so, aber es ist nicht, ihr müsst das nicht unbedingt mit mir teilen. Tut mir leid, nicht, weil ich nicht will. Vor einem halben Jahr habe ich das noch können, habe es auch gerne gemacht, aber es geht einfach nicht mehr, weil ich kann sagen, mittlerweile 80% von meiner Zeit mache ich nicht mehr wirklich Stricker-TV-Sendung, also recherchieren und publizieren, sondern ich mache es 80% oder sogar noch mehr mittlerweile von meiner Zeit, ist wirklich im Hintergrund Sachen koordinieren, hin und wieder mal probieren, einen Anwalt zu vermitteln. Kann ich aber auch nicht, weil die Anwälte, die ich kenne, sind auch bis an die Decke voll.
folgt dem Heinz Raschein, Heinz Raschein, glaube ich, ist das, auf Telegram, der dort alle wichtigen Sachen dort publizieren. Da könnt ihr ihm auch eine Vollmacht geben, dass er euch vertreten und Sachen schreiben darf. Ein unglaublicher Kraftakt, den der pensionierte, eigentlich pensionierte Anwalt da leistet. Ja. Was mich interessiert, sind alles Sachen, die wirklich direkt mit den Massnahmen zu tun haben, mit dem Shutdown zu tun haben, Bettenbelegungen, Statistiken, aber halt auch nicht die amtlich zugänglichen Statistiken, weil die kann ich ja selber anschauen. Aber der Angelo, heisst er, hat mir eine ganz grossartige Zusammenstellung geschickt zu der Spitalauslastung und die werde ich auch noch publizieren. Aber heute Abend zuerst kommt der Stefan Milius in die Sendung. Ein Held von der Bewegung, weil er einer der wenigen Autoren ist, der eine gewisse Reichweite hat in der Schweiz. Er ist, glaube ich, Chefredaktor von «Die Ostschweiz», dieostschweiz.ch, wo seine journalistischen Pflichten wirklich wahrnimmt und wirklich probiert, ein ganzheitliches Bild von dieser Pandemie darzustellen. Und er kommt heute Abend zu mir in die Sendung und das ist besonders interessant aus einer persönlichen Ebene, aber die verrate ich erst heute Abend, wenn wir am 8. ungefähr live gehen. Wahrscheinlich auf Strickart.tv, weil wir da wahrscheinlich nichts haben, wo uns blockiert werden kann. Aber dann trotzdem unbedingt beide Kanäle abonnieren, Strickart.tv und Strickart.tv2. Man weiß nie, was die Zukunft bringt und ich bin ja, wie gesagt, nur noch hauchdünn vor einer Sperre bei YouTube. So sind wir wieder am Ziel. Ich hoffe, die Informationen von Trump und zum Trump haben euch ein bisschen interessiert. Wie gesagt, ab jetzt geht es wieder mehr um den Kern der Sache, um die Schweiz und den vermaledeiten Lockdown, der da gefordert wird von Wirtschaftsprofessoren. Wirklich, ich komme von richtigen anti-intellektuellen, wie soll ich sagen? Ich komme wirklich ein anti-intellektuelles Gefühl über, wenn ich sehe, wie ganz viele Leute aus dem Mittelstand raus den Mist begreifen, aber die Leute, die haben, jetzt sage ich gesagt, wirklich auch Elfenbeinturm rein, einfach noch Panik schüren. Oder? Wenn man die Unternehmer fragt, will niemand einen Lockdown, aber die Universität, die Wirtschaftsprofessoren, die 44, die wissen, dass es der Wirtschaft sogar nützt, wenn man einen Lockdown macht. Oder? Das teilt kein einziger Unternehmer. Das kann man gerade wahrscheinlich so sagen. Also wenn er einen findet, dann kann er gerne zu mir in die Sendung kommen und das begründen. Es wird einfach nur noch Irrsinn erzählt. Und ja. Wow, ist jetzt wirklich der Bundesrat wieder zur Corona-Situation live unterwegs? Ich kann es nicht mehr glauben. Was für ein totaler Bullshit. Gibt es jetzt schon den nächsten Lockdown oder was ist los? Ja, nun, er wird kommen, höchstwahrscheinlich. Wir sind eigentlich schon in einem mobilen Lockdown mit der Maske vor der Fresse. Hebt euch an und schaltet unbedingt wieder ein heute Abend am 8. Er ist rhetorisch sehr begabt. Der Stefan Milius, ich verspreche euch eine spannende Sendung. Ciao miteinander.